dann die folgende Szene. Schneller Gegenstoß von Sturm, Prass in Volltempo und Martins stoppt ihn mit hohem Bein. Die Folge, ein Cut unter dem Auge bei Prass und Gelb für Martins. Aber sofort meldet sich der VAR mit Manfred Schüttengruber und nach Studium der Zeitlupen gibt es nur eine Entscheidung. Nicht Gelb, sondern glattrot für Marvin Martins nach 33 Minuten.